Ein purer Topf voll Fleischglück. Das, was wir hier haben, ist Schichtfleisch. Das ultimative Rezept, was jeder Dutch Oven Liebhaber mindestens einmal gemacht haben sollte. Und genau deshalb habe auch ich das gemacht. Wir haben hier meine Version vom Meat Heaven Schichtfleisch. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt im Video. Schichtfleisch, wahrscheinlich das am meisten gedopfte Gericht, was es gibt, wenn es um das Thema Dopfen im Dutch Oven geht. Ja? Frage 100 Leute, was ihr erstes Gericht war, wenn sie ihren Dutch Oven eingeweiht haben, und 95 sagen wahrscheinlich davon, es ist Schichtfleisch. Warum ist das so ein Mythos? Warum ist das Ding so cool? Es ist einfach total simpel, ja? Und gerade oft sind es ja die einfachen Sachen, die irgendwie auch toll und geil sind, weil man hat einen Dutch Oven, man nimmt einen Haufen Fleisch, Zwiebeln, Bacon, Barbecue-Soße, lauter Sachen, die einfach an sich schon sehr lecker sind, stopft die da rein, wartet 3, 3,5 Stunden und daraus kommt so ein richtig geiler, leckerer Fleischbrei mit viel Aroma und einfach so ein richtiges Wohlfühlessen. Ja. Gerade für so einen Umzug, ne, räumst die Bude leer, lässt nebenher den Dutch Oven laufen und kurz bevor man das sinkende Schiff verlässt, hat man nochmal einen geilen Topf oder man nimmt den ganzen Topf mit oder lässt den am Lagerfeuer laufen, während man irgendwie angeln ist. Eine tolle Geschichte. Ich liebe Schichtfleisch, hab's schon sehr oft gegessen, hab's aber ganz ehrlich gesagt noch nicht selber gemacht. Meistens hat es irgendjemand anders gemacht und ich habe mich einfach gefreut. Und diesmal haben wir gesagt, wir machen es mal selbst und machen es hier im Video und zeigen euch, wie unsere Version vom Schichtfleisch ist. Ganz klassisch wäre es ja so, dass wir nur einen Schweinenacken haben, den einfach mit Gewürzen einreiben und dann mit Zwiebeln und Bacon und Barbecue-Soße im Dutch Oven schichten. Wir haben jetzt hier noch ein gutes Stückchen Schweinebauch über, um das Fettlevel noch ein bisschen nach oben zu heben. Ihr wisst ja, ich liebe das, wenn das fettig wird. Und wir werden auch das ganze Fleisch nicht einfach nur roh und gerubbt da reinmachen, sondern wir gehen noch ein Schrittchen weiter und probieren es ein bisschen zu adaptieren. Wir nehmen einfach die ganzen Nackenstücke und werden die noch ein Stückchen räuchern, so für eine Stunde, mit ordentlich viel Rauch, und dann schichten wir das Ganze zusammen und gehen in den Prozess des Schmorens über. Ja, fangen wir einfach mal an. Schichtfleisch bedeutet Schichten und Schichten kann man nur Scheiben und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal ordentlich was zurechtschnippeln. Ich habe hier einen Haufen Zwiebeln, ich würde mal sagen so vielleicht 1,5 Kilo. Wir haben einen Haufen Bacon, ich glaube, ich werde nicht alles verwenden, das sind 300 Gramm. Wir brauchen, denke ich mal, so um die 200 Gramm. Ich habe hier einen ordentlichen Schweinenacken und ein gutes Stückchen Bacon. Und man sollte am Anfang immer mal so grob ausmessen, ob man den Dutch Oven auch ausfüllt. Deshalb stopfe ich einfach mal den Bacon und den Nacken hier schon mal direkt vorne rein. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sehen wir, okay, wenn wir dann noch ein paar Zwiebeln und Bacon mit dazu machen, ja, dann wird das Ding schon voll werden, weil wenn wir nur den Boden belegen, dann ist das doof. Er sollte aber auch nicht oben überquellen. Kurz Maß genommen, das passt von der Menge her. Ich schneide einfach mal die Scheiben runter, so roundabout 1,5–2 Zentimeter. Und dann können wir die einzeln rubben und dann schmeißen wir die erstmal auf den Grill. Auch beim Schweinenacken kontrolliere ich einmal kurz, nicht, dass da noch wie hier so ein kleiner Knochensplitter irgendwo mit dabei ist. Wie gesagt, das hier ist jetzt vom Livarschwein. Der ist ein bisschen dunkler, der ist ein bisschen roter wie so ein Standard-Schweinenacken. Und der Bauch, das ist so ein spanisches Kastanienschwein. Man muss eigentlich nicht viel wegschneiden. Das ganze Bindegewebe, das wird sowieso weich. Aber so ein Knochensplitter, der ist dann schon unangenehm, wenn wir da drauf beißen. Auch hiervon schneiden wir uns jetzt so 1,5–2 Zentimeter dicke Steaks runter. Eigentlich ganz normale Nackensteaks, ne? Das Fleisch ist im Kern noch ganz leicht gefroren. Ich habe das langsam im Kühlschrank auftauen lassen. Das kam halt per Post, muss man dazu sagen. Ja. Ich wollte halt einen vernünftigen Schweinenacken haben mit ordentlich Geschmack. Und dementsprechend ist der Kern jetzt noch ganz leicht gefroren. Aber bis wir das gerubbt haben und angeräuchert haben, sollte das auch komplett aufgetaut sein. Es lässt sich ein bisschen besser schneiden, wenn es so gefroren ist. Ne? Wenn man es hier sieht, wenn es so wabbelig ist, dann rutscht es auch mal weg. Und so leicht angefroren kriegt man wirklich schöne, glatte, gerade Scheiben drunter. Aber im Endeffekt ist das beim Schichtfleisch nicht ganz so wichtig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, haben wir einen Haufen Steaks geschnitten. Die würzen wir jetzt. Nicht so dolle wie ein Pulled Pork, das wäre ein bisschen übertrieben auch von der Gewürzmenge her, aber da darf ruhig schon was an Rub dran. Und ich habe mir hier einfach meine Wanne vorbereitet und nehme die, streue die ein bisschen mit dem Rub ein, leg die aufeinander und dann kann das ein bisschen durchziehen. Auch das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten, weil es sind schon so 25, 30 Steaks, die wir hier geschnitten haben.
auch den Bauch von allen Seiten schön und gleichmäßig mit unserer Gewürzmischung einreiben. Wir haben hier wieder unser klassisches Schweinegewürz, angelehnt an den Magic Dust. Wir haben Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver. Wir haben Paprika, wir haben Zucker, wir haben ein bisschen Chili. Wir haben Kreuzkümmel, Kumin mit drin. So ein richtiges, wichtiges Gewürz, wenn es um Magic Dust geht. Ich habe immer das Gefühl, das identifiziert den Magic Dust zu dem, was er ist. Ansonsten die klassischen Komponenten. Bisschen Senf ist noch mit dran. So, das darf gerne noch ein bisschen ziehen. Den Schritt kann man auch wunderbar schon eine Nacht vorher machen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, die Gewürze, die Mischung mit den Zwiebeln, das nimmt nachher so viel Fahrt auf. Das vermischt sich so gut beim langsamen Durchsimmern. Das ist überhaupt kein Problem. Schichtfleisch muss man wirklich nicht eine Nacht vorher würzen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir brauchen dazu jetzt noch einiges an Zwiebeln. Ich schneide jetzt hier einfach mal runter, mache da draus aber schöne große Ringe, sodass wir das nachher vernünftig schichten können, wenn wir das in den Dutch Oven legen. So, die Zwiebeln sind geschnitten, das Fleisch ist geschnitten und gerubbt. Den Bacon, den haben wir schon geschnitten gekauft, Barbecue-Soße steht. Jetzt müssen wir erst einmal unsere Fleischscheiben anräuchern und dazu gehen wir raus an den Grill. So, das Ei hat schon ordentlich Temperatur. Beim Auflegen darf es auch immer mal ein bisschen mehr sein. Kommt ja jetzt auch noch gut Masse dazu. Ich habe hier noch so ein paar Holzchips, die sind jetzt nicht gewässert. Das fängt deshalb relativ schnell an zu qualmen und zu rauchen. Die packe ich da jetzt erst noch mal drauf. Wir sind so bei 150, 160 Grad. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt muss ich hier ein kleines bisschen rotieren und umbauen, damit ich die Chips da sinnvoll reinbekomme. Schmeiß die hier einfach unten möglichst weit in die Glut hinein. Und weil ich sie nicht gewässert habe, muss ich mich jetzt beeilen, damit es nicht anfängt zu brennen. Und jetzt tapeziere ich das Ding hier einfach. Oh, jetzt kommt schon das schöne Holzaroma raus. Jetzt tapeziere ich das Ding hier einfach mit meinen Nackensteaks. Und wir lassen die hier so eine gute Dreiviertelstunde, Stunde drin liegen, dass die ordentlich angeräuchert sind. Passt fast gar nicht drauf. Eigentlich müssen wir hier schon schichten. Die fettigen Stücke mit dem Bauch, die können gut an den Rand. Die vertragen ein bisschen mehr Temperatur. So, Deckel zu, ab geht die wilde Räucherfahrt. So, die Steaks können man eigentlich auch so schon essen. Die sind sogar einigermaßen durch, würde ich sagen. Die lagen jetzt eine gute Stunde, anderthalb Stunden auf dem Ei und haben Raucharoma gekriegt. Und jetzt können wir anfangen und können das Ding erstmal vollschichten. Und wie gesagt, ist mein erstes Schichtfleisch, aber ich habe schon viele Videos dazu gesehen. Und ganz wichtig ist, dass wir den Boden erstmal mit Bacon auslegen, damit das Ganze nicht anbrennen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, es wird definitiv nicht schlechter werden, wenn wir da Bacon dazu geben, weil eigentlich wird ja alles besser mit Bacon. Und jetzt fange ich erstmal an und lege hier so einen kleinen Ring auf den Boden bis an die Kante ran. So, ich habe den Boden jetzt einfach mal mit Bacon ausgelegt. Finde ich eigentlich auch eine geniale Idee, anstatt den Boden irgendwie zu fetten, ihn einfach direkt mit Bacon auszulegen. Ist mir sehr sympathisch. Wie gesagt, habe ich mir auch nur abgeguckt. Jetzt nehmen wir uns ein Tuch, rollen das Tuch an der Seite so ein bisschen auf, so dass wir eine Möglichkeit haben, den Dutch Oven hochkant hinzustellen. Ja, weil dann lässt sich das Ganze einfach viel einfacher schichten. Wenn der Bacon ordentlich festgebappt ist, dann funktioniert das auch ganz gut. Und vor allen Dingen könnt ihr einfach dabei zugucken, wie wir das machen. Und jetzt stapeln wir in abwechselnder Reihenfolge. Bisschen Bacon habe ich noch über, aber wir schnappen uns unsere Nackensteaks und stapeln die hier unten rein. Bisschen Bauch rein, ja. Noch ein Nackensteak zu dem Bauch mit dazu und dann kommt Zwiebel. Eine Schicht Zwiebel, ordentlich schön dicke Zwiebeln und dann, warum nicht, ein bisschen Bacon noch dazulegen, zwei Scheiben Bacon noch rein. Gibt auch noch mal zusätzlich so ein schönes rauchiges Aroma ab und wir haben es ja vorhin schon gesagt, alles wird besser mit Bacon. Und dann geht's immer so weiter, wir machen weiter mit Nackensteaks und Bauch, immer mehr, immer weiter. Und wenn wir damit fertig sind, kommt wieder Zwiebel. Zwiebel 1, Zwiebel 2, Zwiebel Nummer 3 und dann wieder eine Schicht Bacon.
Jetzt haben wir den einfach von unten nach oben ordentlich vollgestopft. Ich habe aber noch so 2, 3 Fleischstückchen über. Und da suche ich mir natürlich jetzt noch eine Lücke, um die damit auch reinzustecken. Danach geben wir unsere Barbecue-Soße drauf, toppen das Ganze nochmal mit einer Schicht Bacon, weil ihr wisst ja, alles wird besser mit Bacon und vor allen Dingen mit mehr Bacon. Und dann wandert das Ding wieder auf den Grill. Natürlich können wir auch klassisch nur mit Holzkohle arbeiten. Wir machen es uns heute ein bisschen einfach und stecken das einfach in den indirekten Grillbereich bei 150 Grad. Dann schmort das langsam und entspannt vor sich hin. Ja. So schaut's aus, ordentlich und voll und fett gepackt. Und jetzt darf das Ding mit Barbecue-Soße übergossen werden. So, wir haben jetzt hier nochmal ungefähr einen halben Liter Barbecue-Soße draufgegeben. Wir haben das Ganze nochmal mit ein bisschen Bacon getoppt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Deckel und dann heißt es, ab auf den Grill, 150 Grad. Ich rechne mal so mit roundabout 3 Stunden. Dann machen wir den Anschnitt. Oder beziehungsweise dann gucken wir mal, was daraus geworden ist. So, unser Schichtfleisch war jetzt für 2,5 Stunden auf dem Grill. Wir haben mit relativ viel Temperatur angefangen. Am Anfang hat es so 150, 60 Grad gehabt. Am Ende darf es auch gerne mal ein bisschen abfallen. Da ist das Fleisch ja schon warm genug. Die Energie darf arbeiten, darf das Bindegewebe zersetzen. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich bin ehrlich, ich habe vorher schon mal kurz reingeguckt. So, schauen wir uns mal die einzelnen Scheiben an. Ne? Das sind unsere Nackensteaks und wir sehen schon, wow, die sind super zart geworden. Das zerfällt, auch der Bacon zerfällt. Die Zwiebeln sind richtig schön weich und schlonsig. Ich kann die gar nicht mehr wirklich rausnehmen. So sollte ein Schichtfleisch aussehen. Ja? Unten drunter haben wir einen leckeren Sud. Jetzt machen wir uns davon mal ein richtig schönes Sandwich. Was man noch machen kann, ist, man kann, ich will ja keinen Pulled Pork draus machen, ja, aber wir können so ein bisschen die Fleisch-Zwiebel-Matsche, die wir hier drin jetzt gemacht haben, einfach ein bisschen durchstampfen. Dann haben wir auch schön Saft mit dabei. Dann nehmen wir uns ein Brot, was zur Hälfte aufgeschnitten ist. Und dann können wir mit einer Schaufel den Fleisch-Zwiebel-Matsch mit der Soße schön auf unser Sandwich drauf machen. Dann geben wir oben noch eine Portion Barbecue-Soße mit drauf, um das Ganze abzurunden. Das Schöne daran, das Fleisch ist so weich, wir können die Nackensteaks einfach durchbeißen. Und wir können auch durch den Bauch einfach durchbeißen. Und wir können auch durch die Zwiebeln und den Bacon einfach durchbeißen. Ich erzähle jetzt nichts mehr von beißen, sondern beiß einfach mal rein. Saftig, lecker, schlonzig. Genau so muss ein Schichtfleisch sein. Wenn ihr auch so Bock habt auf Schichtfleisch wie ich, dann macht es nach, schreibt uns in die Kommentare, bratet ihr euer Fleisch an, räuchert es an oder macht ihr es komplett roh, so wie man es klassisch macht. Das würde mich interessieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns garantiert wieder.